Ich spiele mit meinem Bonzenbrenner. Mit seinem Bonzenbrenner spielt er jetzt, der Vendetta. Das ist, hat ihm seine Mama zum Bonzentag gekauft. Oh, für Freunde vorhin so. Was schenkst du deiner Freundin zum Weinstag? Weißt du, welche Freundin? So, ja, tut mir leid. Ich so, nee, passt schon. Da fragt sie mich so, ob ich sie liebe. Ich so, nee. Okay. Ein Charmeur der Vendetta. Nee, ich hab gefragt, sie meinte so, das kommt so rüber, weil sie hat einen Freund, deswegen. Ja. Ich meinte so, nee, ja, ich mag dich, hab dich lieb und so. Wir müssen mal wieder zocken und. Ein Player. Das ist üblich. Kennst du mich. Ach ja. Ach Brudi, ne? Ich komm dich nächstes Jahr mal besuchen. Du kommst mich nächstes Jahr besuchen. Du kannst ja, wenn du willst, auf die Gamescom gehen. What do you say? Weil, because I gehe auch auf die Gamescom und dann könnten wir uns, weißt du? Ist die Gamescom von dir nicht voll weit weg, wenn du in Österreich wohnst? Nein, ich bin doch nur bis April in Österreich. Achso, du wärst komplett umgezogen. Nee. Ich komme dann wieder zurück, mach meinen Führerschein zu Ende. Und dann gehe ich auf das Gamescom. Ja, ich mach dieses Jahr Richtung Winter. Also Richtung Winter, ich mein Führerschein, mein Auto. Ja. Der Anfang des Autos, weißt du, so eine richtig fette Bonze sind so, keine Ahnung warum. Weißt du, kann ich mal leben. Baust du überhaupt noch oder laberst du nur? Ich hab kein Holz. Geh doch in die Kiste. Geh mal Bier. Du wirst schon wieder hässlich. Deswegen wie jedes Mal im Unterricht bei einem bestimmten Lehrer. Ich weiß nicht warum. Egal. So, dann nehme ich mir nochmal da ein bisschen und. Ah, wir haben jetzt kein Eichenholz mehr, ne? Wenn du da, wärst du so lieb, mir Eichenholz zu holen? Also normales Baumholz, so? Rudi, ich guck mal, was ich in der Hand hab. Nein, nicht das, ich meine die Baumstämme. Achso, ja, dann auch mach ich. Yay! Mein Haussklave! Was? Wie hieß der? Dobby hieß der aus Harry Potter, ne? Dieser Haussklave. Ja, genau. Ich, ne? So, schon ganz kurz gucken. Ich glaube, dann mache ich das hier auch so, dass ich hier. Hey, Woody, yo. Die Sonne geht gerade auf. Was kann man hier craften? Die Sonne geht. Paulaner Weißbier, die Sonne geht gerade auf. Oh mein Gott. Die Sonne geht auf. Hab ich erzählt, dass ich seinen Humor nicht vermisst habe? Doch, hast du. Nein, das muss dir so vorkommen. Ich überlege, wenn ich das jetzt so mache, wenn das jetzt so aussieht. Aber wenn du jetzt 40 Minuten, nehmen wir mal an, du machst eine Folge 40 Minuten ohne ein Together-Partner, dann wird dir doch auch langweilig, oder nicht? Dann weißt du so langsam nicht mehr, was der Laufband sitzt. Ich hab ein, also Benetta, ich hab einen Minecraft-Let's Play mit 800 Folgen. Ja, ich auch. Das habe ich nur nicht, ich hatte das hochgeladen, das nur alles privat. Ich hab 9000 Folgen, Alter. Ach so, ja, du bist, hab ja gehört, wir haben ja vorhin schon festgestellt, du bist Gronkh. Das haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass du gar nicht, wenn du da bist, dann bist du wirklich halt Gronkh, der einfach sich nicht zeigen möchte, damit hier niemand gehypt wird und so, du. Und herzlich willkommen zu Let's Play Monstrum. Nee, was? Hallo und herzlich willkommen ist mein Spruch. Gronkh sagt immer Hallihallo oder sowas. Ja, auf meine Sprüche nachzumachen. Heidi, hallo. Er macht mich nach, Mami! Schlag ihn! Mami, mein Freund spielt zu viel, guckt zu viel The Ring, er kommt gleich durch mein Headset. Was? Er kommt nicht durch den Fernseher, er kommt durch das Headset durch. Weißt du solltest ab und zu
mich vielleicht einliefern lassen. Nicht jeden Tag, aber immer öfter. Das ergibt Sinn. Ja. Ich weiß, aber gucken. Meine Klasse behauptet auch von mir, bevor ich in die Klasse hatte, war es langweilig. Jetzt haben sie jeden Tag Lachflash, also... Was jetzt nicht unbedingt was Positives sein muss, aber ich hoffe das Beste für dich. Außerdem, das Beste ist jetzt momentan so in Mathe, ne? Ich gebe den Schülern aus meiner Klasse Nachhilfe in Mathe, ja. Ich hatte letztes Halbjahr so eine richtig Drecksnote und ich gebe denen jetzt Nachhilfe, weil ich so gut geworden bin, ne? Streber! Nee, das Problem ist, ich konzentriere mich eigentlich gleich im Unterricht und betrotzen. Was ich immer ganz lustig fand, sind... Wenn du, sag mal, ich habe auch schon ein paar Mal ein paar Freunden Nachhilfe gegeben, die halt nicht so gut waren, auch in Mathe. Was ich immer ganz lustig fand, war, wenn dir eine Aufgabe von der Logik her, es gibt ja Menschen, die gehen eher so mit Logik an Aufgaben ran und denken sich im Kopf das zurecht. Und es gibt Menschen, die lernen halt nur auswendig. Und ich bin immer so dieser Logik-Typ gewesen und hab mir so eher so, okay, wenn das so ist und so, dann muss das ja so sein. Und wenn du dann aber jemanden versuchst, der das mit purem Auswendiglernen macht, was ja auch geht, ist ja beides okay. Beizubringen, dann machst du dich manchmal, wenn du eine Aufgabe verstehst komplett und auch den Sinn dahinter, also die Mechanik hinter dem, warum ist Plus und Plus gleich so, jetzt mal ganz blöd gesagt, und dieser Typ sitzt dann davor oder diese Typin sitzt dann davor und die rafft einfach nicht, weil es halt dieses Auswendigdenken hat und überhaupt nicht drüber nachdenkt, in dem Sinne denkt man ja weniger drüber nach, warum ist diese Sache eigentlich so, wie sie ist. Und ich schreibe das immer so, ich denke gar nicht über eine Aufgabe nach, ich sehe das da plus mal plus ergibt minus, dann habe ich schon mal eine negative Zahl, dann mache ich da eine gleich raus, dann ziehe ich die Gleichung auf die gleiche Seite, sodass ich Variablen auf einer Seite habe und die andere auf einer Seite halt die Zahlen und dann kann ich das rein theoretisch bei so einer Aufgabe. Na, meine Lehrerin hatte damals auch immer gesagt, schon so, dass ich habe immer andere Rechenwege als die anderen gehabt. Immer, eigentlich. Weil ich immer... Alle haben es mit Dreisatz gerechnet, nur ich habe wieder irgendeine andere Aufgabenform, eine andere Form probiert, weil ich mir dachte, okay, das muss so und so funktionieren. Bei manchen Dingen hat es nichts funktioniert, aber bei meisten hat es dann geklappt und Lehrer dann immer so, auch im Elterngespräch so, ja, ihr Sohn, der hat hier coole Aufgabenansätze, nur stört er in der Richtung immer. So ungefähr, es gab einen Lehrer mal, der hieß Herr Pinks. Der hieß Herr Pinks, der hat mich wirklich so richtig gut. Der hat mich gemocht, glaube ich. Ich glaube, er hat mich gemocht. Der hatte eine sehr gute Beschreibung. Er hatte eine sehr gute Beschreibung für mein Verhalten. Frank, auf jeden Pluspunkt sammelst du gleich einen Negativpunkt. Und darauf kommt dann wieder der Pluspunkt. So hat er mich beschrieben. Und das haut bis heute eigentlich hin. Eine Freundin von mir war so richtig genius, Alter. Ne? Ich schreibe eine Bioarbeit. Und die Aufgabe hat, diese Arbeit hatte 9 Aufgaben und sie wusste die 8. Aufgabe nicht, ne? Und das gönn dir, was sie gemacht hat. Sie hat auf die Arbeit eine 2 bekommen. Sie zeichnet die Giraffe daneben, neben die Aufgabe, auf das Blatt, macht eine Sprechblase drum und ja, Aufgabe 8 kann ich Ihnen leider nicht erklären, aber hier eine sprechende Giraffe. So, dann schreibt die Lehrerin das unter. Ja, das ist eine sehr schöne sprechende Giraffe. Kann die denn auch singen? Das war das Einzige, was sie dazu kommentiert hat, Alter. Ich dachte mir so, was ist mit der falsch? Okay. Ich habe komische Freunde, ich weiß. Würde nichts, was mich bei dir wundern würde. Also. Aber. Ich war damals, von der Art her war ich damals anders. Jetzt bin ich einfach irgendwie, mit mir kann man lachen, du wurdest angeschrieben. Wieso? Ja! Soll ich dir eigentlich noch Holz holen? Oder? Wenn du möchtest, du kannst gerne Birke... Du kannst alles, was du Holz findest. Du brauchst noch Schallplatten. Wenn du sie loswerden willst... Die Jukebox steht. OMG, eine mit YouTuber rang. Wo? Warte. Wo ist der mit dem YouTuber-Rang?
Da im Chat. OMG. Wer ist das? Bestimmt Gronkh. Minecraft. Irgend so verrückter Minecraft. Minecraft. Also, soll ich mal eine Creepypasta schreiben über Minecraft? Wow, das ist bestimmt gruselig. Bestimmt irgend so ein unbedeutender Unbekannter. Nimm einfach von jemandem Shepard oder was brauchst du? Ich kann hier rein. Party! Wie du möchtest. Und ja, KFD-Craft bestimmt so ein ganz kleiner Pupsi. Ich habe heute extra Schallplatten gefarmt, habe jetzt ca. 400 Stücke. 400? What the fuck? Ey Brudi, weißt du, welches Lied ich noch spielen kann? Also konnte, kann, weiß ich nicht mehr. Ich kann Lever und Polka spielen. Du kennst das Lied, ne? Ja genau. Auf dem Kanal hier findest du zwar weder Abos noch gute Videos, aber ist so. Nevers Kanal ist Kaka. Herzlich willkommen auf Inside Mine. Ratchet and Member Survival. Ich werde. Was? So richtig Real Life Story. Nevers Kanal ist Kaka. Komm auf Inside Mine. Genau. Scheiß auf Never, geh auf Inside Mine. Machst du gerade eine Aufnahme? Ja. Mit Creepy Pasta Kind. Pasta sind der Kinder. Eigentlich Vendetta ist. Ich finde den neuen YouTube-Rang sieht echt geil aus. Da muss ich die Leute mal echt loben, das sieht mega genial aus, ne? Mein YouTube-Channel. Oh. Moin, YouTube-Videoklotzer. Hi YouTube. Bin die Dose. Ja! YouTube grüßt dich, Dose. Dose. Oh, nee, Brudi, schreib mal Droggelbecher hin. Warte. Das fällt mir gerade wieder hin. Droggelbecher. So. Muss man ganz so... Ja, Droggelbecher, oh, das ist geil. Droggelbecher ist cool. Jetzt muss ich mal ganz gucken hier. Hast du es eigentlich mitgekriegt? Ich habe eine 10-Stunden, eine 10-Stunden-Challenge genommen und zwar, die habe ich sogar bestanden, 10 Stunden lang das Lied Hamster Dance durchzuhören. Party! Jetzt kommt's, ne? Ohne etwas anderes zu tun. Also ohne zu zocken im Hintergrund. Was ist denn Hamster Dance? Das ist so ein, Also wie Nyan-Cat oder was? Nee, ich schick dir nachher mal einen Link. Okay, ich werde mir aber sicher nicht anhören. Doch, das solltest du. Nein. Das Lied bestimmt. Hamster Dance habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört. Doch hast du. Huh! Ich pack dir hier mal ein bisschen Stuff in die Kiste. Wieso habe ich Lapis Lazuli mit? Ich meine ja, das kommt aus dem Klassiker-Spiel Edna bricht aus. Boah, danke dir! Oh.
Wie zur Hölle hast du 400 gefarmt? Haben Sie meinen Kommentar gerade gelesen? Echt? Deponia ist eines der wenigen Daedalic Games, die ich nicht gezockt habe, sondern nur gesehen habe. Ach ja, ach so, Spoiler-Alarm. Nach Inside Mine habe ich gehört, hat sich Neverguest bereits Silence bestellt. Was ist das? Das ist das neue Spiel von Daedalic Entertainment. Weißt du, was rausgekommen ist? So ein Spiel, das heißt Order 18 irgendwas, das kommt für PS4. Ich habe keine PS4. das Spiel scheint aber ganz cool zu sein. Ja. Ich habe dir übrigens ein bisschen was in die Kiste gepackt, ne? Juhu, danke dir! Das sind so fast 2 Stacks. Weißes Holz oder stunknormales? Hä? Also weißes Holz. Weißes Holz, Birkenholz. Geil! Geil! Soll ich dir Eichenholz auch noch holen, oder? Du kannst, wenn du möchtest, kann man es auch umgedreht machen, dann dass du dann baust und ich was hole. Oder? Ich baue erstmal den Außenriss fertig, weil ich mir da schon was im Kopf überlegt hatte. Und dann, baust du dein Zimmer. Dann gebe ich dir ein Zimmer, dann kannst du das Zimmer bauen, weißt du wie? Das wäre da auch eine Option. Ich lade dich irgendwo mal auf mein GS ein, weil dann siehst du mal, was für ein fettes Haus ich habe. Das sieht aus wie so GTA-like, oder? Hast du mich fett genannt? Bei mir läuft gerade Skyrim im Hintergrund. Und da kam gerade das eine so, da kam irgendwie so gerade sowas wie Vendetta oder so. Oh, Vendetta! Oh, Vendetta! Das klang ja voll geil. Was? Ich konnte den Text mal auswendig, weil ich den... Ich konnte den Text von Skyrim mal auswendig, weil ich den singen musste. In der Schule. Echt? Ich wollte doch... Wir hatten Musikunterricht und ich wollte nicht das Lied Moonlight Shadow singen und dann habe ich einfach das Lied gesungen. Nebenbei auf Klavier mitgespielt und dann dabei gesungen. Ach so, na gut. Moonlight Shadow, Alter, das war so der Klassiker. Das... Oh, das... Ich kann mich noch genau dran erinnern. Ich kann es nicht mehr auswendig, muss ich gestehen. Das ist schon echt... Boah, das war 9. Klasse. 9. Klasse? 3 Jahre? Das ist 5 Jahre her. Ich bin alt. Weil, so dieses Eiskälte. Ja, du bist alt. Hast vollkommen recht. Weil ich so mitten während ich das Ding noch hier... Vendetta hat mich... als fett bezeichnet. Eigentlich als alt, aber pfff.